So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. So, in der letzten Folge, wir haben aufgehört, da sind wir mit einem Auto. Ich will mal gar nicht behaupten, dass wir der Fahrer gewesen sind, aber wir sind mit einem, doch, eigentlich waren wir der Fahrer, ne? Wir sind mit einem Auto hier in den See reingekracht und wir hatten eine zerteilte Leiche an Bord gehabt. Ich weiß nicht, wer das gewesen sein soll. Wir konnten uns hier nach dem zweiten Versuch tatsächlich von dem Ertrinken retten. Und nun sollen wir zurück zum Haus gehen. Einfach so, wir wissen nicht, wo dieses Haus ist. Es ist ein Steinbruch hier. Und unser Weg wird wahrscheinlich, na, wie immer, wahrscheinlich direkt durch eine dunkle, feuchte Wand führen. Ich wollte Hülle sagen, aber hey. Wäre mein Wunder, wenn nicht. Dieses ganze Spiel findet in der Höhle statt irgendwie, ne? Irgendwie ist das Spiel von meinen Vorstellungen abgegangen. Ich dachte, es wäre nur im Haus, nur Grusel in diesem verfuckten Haus und so und alles. Dabei geht es um die ganze Umgebung. Was ich voll geil finde. Also das Spiel hat meine Erwartungen übertroffen. Das ist nur ein Stück. Wir wohnen direkt an so einem Bruchdings hier, oder was? Harakiri! Harakiri! Ja, tatsächlich. Digga. What's going on? Where is it coming from? Ich glaube, jetzt werden wir auch den Täter entmasken. Der Vergangenheit und der Gegenwart. Glaube ich jetzt tatsächlich auch. Oh, ein Kutschenwagen. Da drinne sind sie. Geh mal rein, mein Junge. Ich habe alles vorbereitet. Emma? Emma, you here? The traces are leading to the basement. Natürlich in mein Keller. Our basement? Why? Aha. They went this way. He knows this house better than I do. FIFA vom. Wer hier treibt sich rum? Was ist das hier alles? Eine kleine Kinderbadewanne oder ein Sauftrug oder was? Oh. Ja, nee, ist klar. Mhm, alles klar. Huch, Kapitel 12. Von 11 zu 12, so schnell. Ich kann mir einfach keinen Reim drauf machen. Wenn der maskierte Mann nicht mein Vater ist, sondern dessen Mörder, wer ist er dann? Wer hat all diese Menschen so viel Leid zugefügt? Hatte mein Vater ein weiteres Kind, einen Bastard, den er vor der Welt verstecken hielt? Es ist an der Zeit, ihm endlich die Maske vom Gesicht zu reißen. Komm, mein Junge, hole mich. Are you? You won't deceive me anymore. Oh, da komme ich gar nicht hoch. We end this today. Warum rennen immer alle weg? Ach komm schon. Schon wieder hier? Ach, so. How is that possible? What's happening to me? Judge Norton, I
am I seeing him again? Poor old scoundrel. I never wished you well, Norton. But this... It was him, Jacob. It was him. Who? And mine. That was also him. I'll get you out of here, and you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. God damn it! He's back! Was da alles an Blut gespritzt ist. Komme ich gar nicht durch. Wie komme ich überhaupt durch? Müssen wir den Weg zurücklaufen oder können wir hier irgendwie was... Aha. Aua! Man, diese harten Augen. I told you time and time again, you snot, you can't come in here. This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark. To extract the ore from the earth. You only get in their way. Why does it all come back to me? I must get out of here. Was, du wolltest doch erst einen Typen finden, jetzt musst du hier wieder verschwinden? Das passt alles nicht so ganz zusammen. Ich wette, wir werden hier wieder von Geistern nachher verfolgt. Alles auf den Kopf. Nehmen wir mal an, dass das Runterfallen eigentlich ziemlich gut ist. Und ich glaube, auch alle Wege führen ans selbe Ziel, hoffe ich doch, oder? 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 Nein, führen sie nicht. Ich finde das jetzt schon ätzend, ne? Wenn man so keinen genauen Anhaltspunkt hat. Oh Mann, du. Gibt's hier Anhaltspunkte? Jetzt ist das da oben. Moment mal. Was hieße denn, das ist... Ah. Damit sollte ich die Luke irgendwie aufhebeln können. Da kann ich endlich diesen verfluchten Ort hinter mir lassen. Dann nimm. Mach doch mal. Digga, mach. Achso, da. Ja, super. Ach so, das sieht aber... Oh, ich häng fest. Ich häng voll fest. Was soll ich werfen? Mann, ich häng fest. Oh, Spiel, das muss doch jetzt nicht sein, oder?
Da, jetzt komme ich mich wieder befreien. Was soll ich denn werfen? Was soll ich rotieren? Was erzählt das Spiel denn da? Irgendwie ist da irgendwas los mit dem Spiel. Kann ja nichts rotieren, nichts werfen. Leute, ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Mitten in der Dings, eine Aufnahme, ne? Das ist natürlich echt doof. Hat sich das Spiel echt ernsthaft aufgehangen? Ja, ich kann hier auf jeden Fall nicht viel machen. Er bewegt sich hier auch nicht. Ich kann mich nicht umgucken, wirklich. So, gut. Weiter geht's. Also, das war wohl ein Fehler vom Spiel oder was? Was ich weiß. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, Father. It won't happen again. Where to now? Up. Jetzt sind wir wieder bei uns im Haus. Zeitungsausschnitt. Mein Gott, was ist denn hier los? Was schreibt ihr denn ganz für so einen kleinen Artikel da jetzt? So, im Keller des Hauses von Jacob Hyde wurde eine Folterkammer entdeckt, in der unter den Umständen nicht nur Norton, sondern auch viele andere der vermissten Personen festgehalten wurden, die in den letzten Jahren in der Umgebung von Blackstone verschwanden. In einer weiteren Kammer wurde der Sohn des Beschuldigten Nicholas Hyde gefunden. Aufgrund seiner psychischen Verfassung konnte er jedoch nicht vernommen werden. Hydes Sohn, der keinerlei Kontakt zur Außenwelt hatte und sehr wahrscheinlich traumatisiert ist, wurde unverzüglich in einer psychiatrischen Klinik in Providence überführt. Der Sheriff äußert seine Hoffnung, dass der junge Mann nach seiner Genesung in der Lage sein wird, ihm mitzuteilen, an welchem Ort sein Vater von der Justiz versteckt hält. Okay. Hat man einfach mal so Nasenorgasmus und dann schnurrt das den ganzen Tag in der Nase noch rum, ne? I'll go crazy if you don't let me out. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? Nicholas. We have to help each other. The whole world is against people like us. Deswegen der Mann mit der Maske wird Nicholas selber sein hier. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the other. Aber du bist noch ein Kind. No. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here, I deserved it. He cheated on her, did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite. Alter, das ist wirklich mir gewesen, wa? This is my chance. Was machen wir? Was machen wir? Was passiert? Ich kann nichts machen. Ich bin eine fucking Zündsturm, ehrlich. Für den Ausgang. Ja, was denn? Es ist dunkel, Mann. You fucking brat. Father, I didn't do it. Stay away from my inn, Nicholas. Don't scare off the guests. Don't steal from the rooms. But I've never, I swear to God. How dare you take his name in vain? You have no God in your heart, you damned little shit. Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble. People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now it's time for me to open fire. Uh-oh. Weg hier. You're back. You knew you wouldn't escape punishment. Father? How is this possible? Ah! Ah!
mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Ja, und wieder laufen wir weg. Ob das nicht ein bisschen zu lange dauert, alles hier? Weg, lauf, Junge, lauf! Dass sich der Vater erst so spät zeigt, ne? Daddy, nein! Daddy, ich will immer ein guter Junge sein! Wie kommen wir weg? Gar nicht mehr, wir kommen hier nicht weg. Wie kommen wir raus? Wie kommen wir denn da raus? Mann, geht das vielleicht noch offensichtlicher, Mann? Oh, Alter, sowas macht mich sauer, ey. Und dann das Laden, das dauert immer so lange. Wird wieder durchs Fenster gehen. Oh, Daddy! Ich war immer ein anständiger Junge. Ey, Mann! Wo soll ich denn hin? Wie albern! Oh, Alter! Wo soll ich denn hin, Mann? So, ich verliere so langsam meine Beherrschung. Ich glaube, der Kopf dürfte auch schon knallrot sein. Es ist nicht, dass die Beleuchtung vom Mikrofon, meine Birne, die hier richtig langsam leuchtet wie Rudolfs Nase. Wo soll ich denn hin? Ehrlich mal. Ehrlich. Wo soll ich hin? Daddy, es tut mir leid. Ich hab dich immer geliebt. Aha. Daddy, da. Ja, mach doch auf! Meine Fresse, immer. Komm, schön Band drücken hier. Band drücken! Pumpen, Junge, pumpen! Lauf! Mann, so viel Zeit, ey. Daddy lässt sich auch Zeit. Wer ist der Maskierte? Kapitel 13. Mein Vater hat versucht, mich zu ermorden. Obwohl er bereits tot ist. Ich weiß, wie sich das anhört. Doch ich habe nicht den Verstand verloren. Es hat sich wirklich so zugetragen. Der Gasthof, die Flammen. Mein Vater, ich habe mich wieder wie ein Kind gefühlt, dessen Seele wieder und wieder in tausend Stücke zerrissen wird. Nur, um sie danach zusammenzuflicken. Eine endlose Quälerei. So fühlte ich mich nur. Wenn er in meiner Nähe war. Ich bin mir also sicher. Es war... Is this really happening? Oh.
What's going on? Where's that voice coming from? Is this happening right now? Adam! Adam! Emma! Emma, are you here? Alter, dieses Telefon macht mich irre. Wer ruft hier tausendmal an, du? Hör mal. So, wir sind wohl wahrscheinlich wieder in der Gegenwart. Und es verschmilzt sich alles zusammen. Hey, wer bist du? Hallo? Unser geheimer Raum. In unserem Haus. Der zu einer Folterkammer. Schrägstrich. Perverse Anstalt. Schrägstrich. Verdammt, wie bin ich hier bloß reingeraten? Schrägstrich, wenn ich hier rauskomme, bringe ich dich um. Scheiße. Natürlich ist es wieder ein Ehrgarten. Oder ein Labyrinth. Spieglein, Spieglein an der Wand. It's just like... Rap. Kaugummi. No coming back. So sehen wir es aus. Mach auf die Türe. Lasst uns alle mal hier. Mach doch mal die Tür richtig auf, Junge. Hallo. Na, Kumpel. It's over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me. Why? Und ich weiß jetzt auch, wer der Mörder am Anfang war. The question is, why did you do it? He hurt you, I know. And I opened your eyes and then you saw your father's reflection in every human being. A world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. They? Just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, feeding on the tragedy of commoners. Nein, 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 das muss doch nicht sein. A miner's widow and a vicious bigot. Everyone all the worst. And last, nein, 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 hör doch auf damit einfach. Das ist doch scheiße. Judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Warum? Right, your father, a true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them... I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave. You'll fall back into madness like the last time. You'll tell the doctors you don't remember anything. Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Wahre Natur akzeptieren. Das Böse von dir verleugnen. Oh mein Gott.
wahre Natur akzeptieren. Wir wurden gequält, geschlagen. Uns wurden Vorwürfe gemacht. Und im Endeffekt waren wir der Mörder. Sollen wir damit umgehen können? Oder sollen wir es einfach verleugnen? Soll unser Leben eine Lüge sein? Oder sollen wir uns damit zurechtfinden und einfach die Wahrheit akzeptieren? I'm the one to blame. I won't deny it. It's time to accept the truth about myself. However terrifying it might be. There's a line now between you and me. You've become my prisoner, and you'd better start cooperating. What are you talking about? What are you trying to achieve? I'm the one asking questions here. Name! What kind of sick game is this? Answer, for fuck's sake! Emma. Emma Stevens. Really? Nadia Kamayeva. In the 60s, you underwent training in one of the KGB centers in Russia. Did you, or did you not? What? What training? Where's my husband? Adam! We've recovered part of the report. Maybe all that she told me was a lie. The KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? Where did you get this? Who sent you? She refused to talk, but she doesn't deny the allegations. What have you done to me? Adam! You! Why? What happened to you? 10 years together, and you've been pretending all this time. Adam! What happened to you? Why are you talking like that? Nicholas was my great-great-grandfather. Would you believe it? His diary opened my eyes. You have to be very careful about who you trust. The world is full of beasts. Stop it! You're delusional! It's... Oh, das kann doch nicht sein! I'm your wife. We're expecting a baby. Remember? And war. War creates front lines even in our homes, in our bedrooms. Anyone can be the bad guy. But sometimes... Please. Selbstmord oder Emma töten? Wir töten doch nicht unsere Frau. Auf gar keinen Fall. Selbstmord, Emma töten. Ich meine, Emma... Ist sie wirklich eine ausgebildete Agentin der KGB? Aber warum sollten wir uns denn töten? Alter Schwede, ich kann mich nicht entscheiden. Was ist das für ein Spiel? Wir töten doch nicht unsere Frau. Na dann. Sometimes it turns out that by fighting evil, we awaken the beast inside. I'm sorry, honey. I'm so sorry. No! What are you doing? No! Alter Schwede, Leute. Das war ja... Ich meine, ich habe gehört, es gibt mehrere Enden von diesem Spiel. Aber da haben wir uns ja echt für ein beschissenes Ende entschieden, ne? Hätten wir was besser machen können. Ja, wir hätten sie töten können, aber wie kacke einfach. Und was hat das mit dem Anfang zu tun? Alles zusammen hat sich das Spiel irgendwie anders entwickelt, als ich erwartet hatte. Und, aber es war spannend, sehr, sehr geil. Und ich habe es, es hat meine Erwartungen übertroffen tatsächlich. Guck mal, hier sind tatsächlich richtige Menschen dabei gewesen, ne? Ach, das sind die Voice Actors. Aber ich glaube... Es wäre cool, wenn man noch mehr von diesen Dingen haben würde. Sowas in der Art. So, das Spiel ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Anschauen. Und wir sehen uns wieder. It's time to hunt.